Hallo und Kia ora, meine Lieben. Ich bin's mal wieder, euer Luzi. Und wie ihr seht, wir haben heute ein sehr mysteriöses, geheimnisvolles Flair hier bei Keduma. Und das hat auch seinen Grund. Denn heute präsentieren wir euch das zweite spukende Making-of. Das Making-of zu unserem Keduma-Film. A Monsterican House of Ghosts im Bann der Geister. Dieses Making-of wird komplett anders als das allererste. Wir haben auch einen Überraschungsgast heute bei uns. Und ja, lasst euch einfach überraschen. Ich muss mich jetzt beeilen, dass ich flugs auf die Bühne komme. Also dann, bis gleich. Ich freue mich schon. Meine Damen und Herren, heute live aus dem Keduma Fundus in Schmidthorst präsentieren wir Ihnen ein ganz besonderes Making-of. Das Making-of zu A Monsteric Night of Ghosts im Bann der Geister. Und hier ist Ihr Gastgeber, Luzi! Ja, schönen guten Abend, meine Lieben. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Brav, brav. Ja. Ja, wie ihr seht, ganz viele Keduma-Requisiten. Besonders aus unserem aktuellen, aus unserem letzten Monsterican-Teil. Der Monsterican House of Ghosts im Bann der Geister. Ja, hier hinter mir seht ihr das Bühnenbild zum geheimnisvollen Keller, wo auch ja die Treppe dazu gehörte, wo ich gerade runterkam, und auf der anderen Seite den geheimnisvollen Wald der Monster. Ja, und jetzt zeige ich euch erstmal ein paar Szenen des Rohmaterials, erkläre euch ein wenig dazu. Und danach ist hier auch jemand ganz Besonderes, und zwar unsere Figur Kurt Künstler. Lasst euch überraschen und Film ab. Ja, fangen wir dann erstmal mit dieser Szene an. Das ist der kleine Bereich des geheimnisvollen Kellers, der nur ein einziges Mal gezeigt wird. Er ist aber von der Szenerie her genau an derselben Stelle aufgebaut und gedreht worden wie auch der Großteil des Kellers. Nur der Großteil des Kellers war mit seinen ganzen Requisiten und so weiter viel komplexer. Deswegen wurde diese kleine Szene ganz zu Anfang der Kellerszenen gedreht. Eine sehr komplexe Szene. Man müsste eigentlich meinen, bedingt dadurch, dass diese Szene sehr klein und einfach gehalten ist, wäre die auch schnell abgedreht gewesen, aber nein. Denn der Brunnen, der Nebel sprudelt, der sprudelt auch noch was ganz anderes. Und zwar das Wasser, was wir immer nachgießen mussten, alle paar Sekunden mit einer Gießkanne, damit der weiterhin Nebel sprudelt. Ja, dementsprechend kam dann halt auch Wasser raus und bedeckte die ganze Bühne. Das lief nach hinten raus, das lief nach vorne über, das lief an den Seiten runter. Es war alles pitsche nass, und wenn ihr genau hinguckt auf den Bühnenboden, dann seht ihr auch, wie schön sich das Wasser spiegelt. Ah, das war, also wie sich alles im Wasser spiegelt, so ist richtig. Das war die Hölle. Aber es war eine eindrucksvolle Szene, ne? Wir hatten schon Angst, ne? Aber wir haben die Kamera trotzdem weiterlaufen lassen, denn so schöne Aufnahmen hätten wir nicht noch einmal hinbekommen. Und ja, es kam ja gut rüber, das war die Hauptsache. Zu
zu dieser Szene kann man eigentlich nicht viel sagen. Wir haben da so ein bisschen mit der Treppe herum experimentiert, mit der Kellertreppe. Welche Variante oder aus welcher Perspektive es besser aussieht, es besser rüberkommt, wenn ich im Film die Treppe hoch oder runter laufe. Eigentlich im Film sehr, ich sag mal, unwichtig, aber es kommt ja auf die gesamte Atmosphäre an, ne? Und da hat man dann so kleine, poplige Szenen wie Treppe rauf, Treppe runter, auch so seine 5, 6, 7 Mal aus verschiedenen Perspektiven gedreht, ne? Und ja, dann kam halt auch noch künstlicher Nebel zum Einsatz, ne, wie ihr seht. Und ja, das war jetzt halt dieser große Teil des Kellers. Wie gesagt, er wurde genau an derselben Stelle gebaut und gedreht, wie auch dieser kleine Teil mit dem sprudelnden Brunnen. Aber halt mit sehr viel mehr Aufwand, ne? Diese Szene hat auch sehr viel Spaß gemacht, zumindest als sie fertig war, denn der Geruch von diesem künstlichen Nebel, oh, Hilfe, ja, wir haben mit sehr, sehr viel Nebel gearbeitet, besonders in den Kellerszenen. Und der Nebel kam immer aus der Nische, wo im Film diese zugemauerte Nische ist, wo Aemon Ra sich dahinter verbirgt. Die hat man ja nicht die ganze Zeit gesehen, und in den Einstellungen, wo man sie nur geschlossen, also zugemauert gesehen hat, war dann immer die Nebelmaschine direkt dahinter. Und ganz links neben dem Teelicht, was da auf dem Holzfass steht, da war eine kleine Ecke, die war hervorgezogen, und genau aus dieser Ecke kam die ganze Zeit der künstliche Nebel über die Nebelmaschine. Und ich weiß nicht, wie viele Stunden wir an diesen Szenen verbracht haben. Es war sehr, sehr lange auf jeden Fall. Und irgendwann haben wir von diesem Geräusch immer, wenn neuer Nebel dazu kam, haben wir gesagt, davon träumen wir die Nacht schon, ne, irgendwann. Dann dieser Geruch, das war, oh, nee, ja, also er war wirklich ekelhaft. Und da waren wir dann froh, wenn ein Drehtag in diesem geheimnisvollen Keller dann auch endlich mal fertig war. Wir haben ja zeitgleich auf zwei Bühnen gedreht. Einmal immer so kleine Szenen auf der kleinen Bühne, die man mit grünem oder blauem Hintergrund abdrehen konnte. Und dann diese gewaltigen Kellerszenen halt auf der großen Bühne. Und ja, hier seht ihr das dann halt auch, ne, gleich noch mit der Kellernische, und also wo Aemon Ra, ne, der Pharao, sich dahinter verbirgt. Ja, dann haben wir auch nochmal so aus verschiedenen Perspektiven geschaut, wie wir drehen könnten. Aus der Vogelperspektive, Froschperspektive, alles Mögliche, ne, damit die jeweiligen Szenen gut rüberkamen. Ne? Und wenn ihr euch das auch mal so genau anschaut, ja, ne, da wird schon sehr viel Aufwand betrieben, auch wegen den Requisiten.
In der Geschichte bekommt Lucy ja dieses spookige Haus von Oma Inge und Opa Herbert zum Verkauf angeboten. Und Lucy übernimmt das Haus ja auch. Und hier im Keller, also dort in dieser Kellerszene, da sind sehr, sehr viele Requisiten, die man in Oma Inge 3 mit Leib und Seele sieht. Die Bücher, die Hefte, das Werkzeug, so vieles. Das ist so ein kleines Easter Egg, sage ich mal, ne? Was an Oma Inge auch wirklich erinnern soll. Ne? Die haben dann halt sehr viele ihrer Möbelstücke oder ihrer Klamotten einfach im Keller zurückgelassen, weil sie es nicht mehr gebraucht haben. Ne? Ja, und ich war dann halt immer derjenige, der da auf dem Stuhl sitzen durfte. Ne? Und ja, das ist schlimm, du darfst den Text nicht vergessen, aber um dich herum pfeift es die ganze Zeit mit dem blöden Nebel. Das war schon eine verrückte Situation. Die nun folgende Szene, die ich euch zeigen möchte, ist auch in diesem Kellerszenenbild gedreht. Und da sieht man dann nochmal richtig schön, wie zum Beispiel die Szene, wo der namenlose Hausgeist von Graf Vincent, der ja im ersten Teil und hier auch im zweiten eigentlich in der Burg des Vampirgrafens zu sehen ist, oder im Schloss, dass der zu Anfang, ne, weil es ist ja die Vorgeschichte, auch noch im Keller des Hauses umherspukt und mich da dann attackiert. Das ist eine Szene, die im Film ein paar Sekunden lang ist, aber diese dann zu drehen, bis man sagt, jo, das war jetzt perfekt oder so war das, wie wir das jetzt so haben wollen, da braucht es schon ein paar Anläufe, ne? Das ging nicht von jetzt auf gleich. Und das sieht man hier auch sehr schön. Ich wurde da also einige Male von diesem Geist, von dieser Figur, ja, angefahren, überfahren. Eine Szene, die ich selber gar nicht so mochte, weil ich habe mich die ganze Zeit umstoßen lassen müssen. Und ja, nach dem dritten, vierten, fünften Mal, ja, tut schon weh, aber gut. Naja, am Ende zählt halt, wie gesagt, immer das Endergebnis und ja, mit der Szene, so wie sie am Ende rüberkam, bin ich ja auch sehr zufrieden. Und dann sieht man halt auch noch, wie ich mit der Laterne umgehen musste, wie man die dann an mir festgemacht hat und ja, auch noch mal so ein bisschen künstlicher Nebel. Und ja, so nebenbei, was mir noch einfällt, da waren dann auch zum Beispiel so kleine Easter Eggs wie, also im Deutschen konnte man es nicht richtig als Easter Egg erkennen. So Sachen wie, ich habe letzte Nacht geträumt, ich wäre sogar nackt in meinem Keller, sowas, ne? Das war dann zum Beispiel so eine Anspielung auf Naked in My Cellar, ein Lied von der Band Lordi. Da gab es so einige dieser Easter Eggs, ne, diese Art von Easter Eggs,
die man aber mehr in der englischen Version als Easter Egg wahrnimmt, als jetzt halt als Übersetzung im Deutschen. Aber auch das gab's. Hier jetzt in dieser nächsten Szene sieht man unschwer, wie wir die Flugzeugszenen mit einem der beiden Nazis, in dem Fall gespielt von Nono, als Nazi-Arzt gedreht haben. Und ja, war schon blöd. Wir hatten keinen richtigen Motor. Was heißt keinen richtigen? Wir hatten überhaupt keinen Motor, wie ihr seht. Und dann waren da auch immer die Fäden im Weg und naja, da musste man dann immer sehr schnelle Cuts machen. Dann auch mit der Nebelmaschine im richtigen Moment zu arbeiten. Im Film sieht es wie immer einfach aus, aber wir haben während dieser Szene auch sehr oft geflucht. Wobei ich sagen muss, ich glaube, wir haben die meiste Zeit geflucht, weil wir bei sehr, sehr vielen Szenen echt an unsere Grenzen kamen. Klar, natürlich hat es Spaß gemacht, aber das eine schließt das andere ja nicht aus. Ne? Und ja, die Flugzeugszene, die wurde wieder gegenüber von der Keller-Szenerie gedreht. Also diese beiden Bühnen standen sich direkt gegenüber. Und ja, dann wurde dann entweder die Kamera nach links positioniert oder nach rechts. Ne? Je nachdem, welche Bühne man dann abgedreht hat. Und ja, diese Flugzeugszene, wie auch die anderen Nazi-Szenen, die jetzt außerhalb des Kellers gedreht wurden, die wurden halt auf der kleinen Bühne gedreht. Bei den Nazi-Szenen ohne Flachs ist jetzt kein Mist, da hatten wir noch vor dem eigentlichen Dreh uns mit einigen aus dem Team besprochen und alle haben gesagt, ey Leute, lasst da die Finger von, also das kann schon ordentlich nach hinten losgehen und ist das überhaupt erlaubt, ihr macht da Hakenkreuze und SS-Symbole an euren Figuren, hallo, überlegt euch das lieber zweimal. Und ja, wir haben dann extra nochmal deswegen mit der deutschen Polizei darüber gesprochen und die sagten, ja, solange die Nazi-Zeit nur dargestellt und nicht verherrlicht wird, was sie auch nicht wurde, ist es erlaubt. Ne? Und ja, da dann auch nochmal vielen lieben Dank an die deutsche Polizei, die uns da aufgeklärt hat im wahrsten Sinne des Wortes und dann halt auch gesagt hat, wie weit wir bei solchen Szenen gehen dürfen und was wir nicht tun dürfen. Ne? Auch zum Beispiel der zeitgenössische Gruß, ne? Ist ja so in der Öffentlichkeit verboten, aber für dieses Filmprojekt wurde es gestattet von der deutschen Polizei. Und ja, jetzt als nächstes sieht man dann halt auch nochmal die Entwicklungen, ne, auf den einzelnen Fotos, ne, wie wir das dann gemacht haben, gebastelt und angebracht haben. Ja, eigentlich präsentieren wir ja Fotos immer ganz gerne auf unseren Internetseiten, wenn wir was Neues haben, aber diese Fotos, die sind nur fürs Making of und die werden nicht ihren Weg darüber hinaus finden, weil die können auch verständlicherweise mal missverstanden werden. Ja, und hier sieht man mich dann auch noch mal mit einer Brille. Wir hatten ein oder zwei Szenen mit mir mit einer Brille,
Das sollte dem Comic halt sehr ähneln. Und hier nochmal ein kleines Easter Egg im Kinderzimmer, ganz links, Dragonina. Ja, und hier, da seht ihr, wie wir das gemacht haben mit diesem kurzen Schockeffekt von Eamon zu mir, wo dann plötzlich meine Brust geöffnet war mit den ganzen Organen. Das wurde liegend gedreht. Und Szenen, die jetzt im Spukhaus waren, oberhalb des Kellers, die wurden, wie halt auch zum Beispiel diese Szene, das war später die Stube oder man sagt das Wohnzimmer, das wurde dann alles vor einem grünen Hintergrund gedreht. Und ja, wir beschränkten uns da auf die allernötigsten Requisiten und alles andere wurde später am Computer hinzugefügt, ne? Auch zum Beispiel die Szene in der Diele, wo die Kellertür aufgeht und man in den Keller etwas reinschauen kann. All das war computeranimiert. Und wir haben, wie halt auch jetzt in dieser Szene, vor einem grünen Hintergrund gestanden. Das Kinderzimmer war animiert, die Küche, ja, vor dem Haus, die Szenen mit mir und Oma Inge, alles war computeranimiert. Ja, hier seht ihr eine Variante der Dorfszene. Die Dorfszene wurde viermal gedreht, immer mit verschiedenen Figuren, verschiedenen Bauten und immer mit einem grünen Hintergrund. Und das hat man dann einfach übereinander gelegt und so entstand dann mit sehr viel Computertrickserei der Eindruck für eine Dorfszene, eine Kirchplatz-Dorfszene. Ne? Ja, hier seht ihr das Rohmaterial für die Dorfszene, wo man sich so eingespielt hat. Ne? Die Marionetten werden vorbereitet, einmal geguckt, bewegen die sich so, wie sie gleich bei dem richtigen Dreh sich bewegen sollen. Auch hier nochmal Esmi und Opa Herbert. Opa Herbert wird mehrmals im Film erwähnt, hat aber so nur eine Statistenrolle, aber auch er ist im Film zu sehen, der Mann von Oma Inge. Ja, und hier eine Szene, die mal wieder auf Oldschool gemacht wurde. Eine der wenigen Szenen, abgesehen jetzt von den Kellerszenen, die wir nicht mit grünem Hintergrund gedreht haben, sondern mit einem richtigen existierenden Hintergrund. Eine Szene aus dem Schädelwald. Hier sieht man Lindy als Werwölfin Veronica. Und gerade hat man auch noch unseren Joey oder Joe als Thomas gesehen vor seiner Verwandlung in einen Zombie. Das ist eine Rückblende und ja, ganz links sieht man unseren Puppenspieler, den Sud. Und zumindest ein Stück von seiner gelben Hose und den schwarzen Socken. Und hoffentlich waren die gewaschen. Ganz im Hintergrund auch nochmal einige der Figuren. Pater Ben ist dort zu sehen und auch Joey. Und ja, die Nebelmaschine war zu sehen. Und ja. So war das. Ja, und in der letzten Szene jetzt noch, die ich euch zeigen möchte, da seht ihr unseren Erzähler Lord Ignaz,
der hatte jetzt im zweiten Teil in der Vorgeschichte nicht mehr so einen großen Auftritt, sehbar wie auch hörbar, als Erzähler verglichen zu Teil 1. Diese Szene, die in der Burg Otterstein spielt, einem alten verfallenen Gemäuer, die wurde im Keller des Hauses gedreht, wo sich halt der Keduma-Fundus befindet, also direkt unter dem Filmstudio und dem Fundus von uns. Da wurden diese Szenen mit Gottfried als Lord Ignaz mit Teufelsmaske und Plateauschuhen gedreht. Und jetzt kommt unser angekündigter Gast, auf den ich mich heute riesig freue. Er hat zwei ganz besondere Rollen in diesem Film gespielt und darüber wird er uns jetzt erzählen. Begrüßt mit mir Kurt Künstler. Hallo. Danke für diese netten Worte. Ja, ganz klarer Fall, ne? Du hast da ja auch schon sehr viel Arbeit im Film geleistet. Setz dich. Jo, danke. Ja, schön, dass du hier bist. Jo, schön, dass ich kommen durfte, ne? Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Kurt, du hast in diesem Film gleich zwei Rollen übernommen. Ja. Und zwar einmal den Dorfbauern Tommy, der auch im ersten Teil dabei war, allerdings wusste man da dann noch nicht den Namen und du hattest auch nur eine Statistenrolle ohne Text. Richtig. Und die zweite Rolle war tatsächlich der Pharao Amen-Ra und zwar in allen Facetten, vor, während und nach der Verfluchung. Ganz genau. Also in den meisten Keduma-Filmen, da zieht man sich, wenn überhaupt, ja nur ein einziges Mal um und dann nur ein bisschen, wenn man verkleidet sich ein bisschen, aber bei dir war das ja schon enorm viel, ne? Also nur was jetzt den Pharao angeht, wie oft musstest du dich da umziehen? Insgesamt viermal. Viermal, Wahnsinn. Und für den Bauer Tommy, da konntest du ja so rumlaufen, wie du jetzt auch rumläufst, in deiner ganz normalen Alltagskleidung. Da wurdest du im Englischen wie auch im Deutschen synchronisiert von Mr. Lordi persönlich, richtig? Das ist absolut richtig. Und als Pharao dann von jemand anderem. Da wurde ich dann vom Keduma-Sprecher Loco Ultimate eingesprochen. Und damit bin ich einer der wenigen, wenn nicht sogar auch die erste Figur, die in einem Film gleich zwei Sprecher hatte. Aber es war ja ein drastischer Unterschied zwischen dem Aussehen von Bauer Tommy und dem Aussehen von Pharao Amen-Ra. Von daher ist es, was das angeht, nicht aufgefallen und man hat mich auch so nicht erkannt unter dem Kostüm, unter der Maske. Wie lange brauchtest du denn jetzt, um in eines der Pharao-Kostüme zu schlüpfen, dass du dann von so, wie du heute hier bist, irgendwann wie ein Pharao aussahst? Da brauchte ich ungefähr eine Dreiviertelstunde bis Stunde, bis das Kostüm angezogen war. Das geht nicht so schnell, das brauchte sehr, sehr viel Zeit, besonders als untoter Pharao, als Mumie,
die ganzen Bandagen, die angelegt werden müssen. Ja. Und ja, war schon eine Heidenarbeit. Hat aber riesen Spaß gemacht. War sehr interessant und was ganz Besonderes. Ja, und wir haben jetzt hier noch einen Film vorbereitet. Da wäre es toll, wenn du uns dann erklärst, was da genau so alles passiert ist, alles funktionierte. Und zwar die Verwandlung von dir in die einzelnen Stufen des Pharaos. Sehr gerne. Das erste, was die brauchen, ist deine Gesichtsgröße, sag ich mal, ne? Die Länge und die Breite. Und da bekommst du als allererstes erstmal so ein, ja, eine Plastiktüte übers Gesicht gezogen, und dann geht's Schicht für Schicht los. Ja, und wenn das dann fertig ist, dann nehmen die dir das ganze Gezeugs ab und bemalen es. Ne? Auch jetzt hier bei der zweiten Maske des Pharaos, wo er noch nicht untot ist, ne? Da war es dasselbe. Wieder Tüte übers Gesicht und dann wieder dieses Zeug, ne, draufgepackt bekommen. Ja, das erhärtet halt sehr schnell. Und ja, wenn es hart geworden ist, dann kannst du es dann halt bemalen. Ja, die zweite Maske, die war am schwierigsten herzustellen, aber auch am schwierigsten aufzusetzen, war nicht so ganz meins. Und halt hier jetzt nochmal die dritte Maske als untoter Pharao, als Mumie. Ne? Da sieht man dann auch nochmal die Entstehung der Maske. Ja. So sieht es am Ende aus, und hier haben wir sogar auch noch mal alle drei Masken. Also es war nicht nur eine Maske, die immer verändert wurde, hier noch mal die erste und dritte, sondern es gab wirklich tatsächlich drei Masken. Und dann musste auch noch die Krone hergestellt werden, die Pharao-Krone, sage ich mal. Ja, auch absolutes Neuland für uns, sowas hatten wir noch nie gemacht. Und wir hatten immer Angst, dass beim Aufsetzen einer der Masken oder halt der Krone etwas bricht, kaputt geht. Das ist Gott sei Dank nie passiert. Auch hier sieht man nochmal schön die Details, ne, worauf man geachtet hat. Halt alles, was dazugehört, was man aber gar nicht so sehr im Film wahrnimmt. Auch hier die Kette, das Ankh-Kreuz, was dazugehört, ne, bei mir um den Hals. Auch hier der Goldschmuck für um den Hals. Und da waren sehr, sehr viele Zeichen. Unter anderem die Insignien KDM in Hyro, in Hieroglyphen, ne, für Kilgma, eine Quietscheente und die Initialen ZJ, also Sue James. Ja, darauf achtet man natürlich nicht, ne, im Film, aber jetzt halt fürs Making-of wollten wir es halt zeigen, ne. Und ja, hier noch das weiße Gewand, ne, was für den Pharao halt als Reinheit steht. Ja, und dann halt, ne, dann kriegst du nochmal die Maske drauf und die Krone, ja, und dann bist du fertig, ne, nach gut einer Stunde, ne, und dann halt noch der Schmuck, ne, und ja, dann erkennt man dich nicht mehr, ne, ja, hier das zweite als Meuchelmörder, ja, und ja, da habe ich keine Maske getragen, sondern nur den Mull, und dann aber hier als das Gesicht des Pharaos entstellt wurde, und dann später als untoter Pharao, ne, mit den ganzen Mullbinden. Ja, das waren die vier Versionen, und hier fürs Musikvideo dann auch noch, ne, mit Gitarre. Ja, und hier sieht man auch noch mal schön so eine Kamerafahrt über die Kellerszenerie, und ja,
dann direkt gegenüber halt auch die kleine Bühne. Da ist dann auch zum Beispiel ja, alles entstanden rund um die Vorgeschichte des Pharaos. Ne? Das könnte man hier schön sehen. Ja, und dann haben wir noch ein Schild im Hintergrund gehabt bei den Pharao-Szenen. Das hing da nicht umsonst. Diese Hieroglyphen präsentieren nämlich die Buchstaben K-E-D-U-M-A, also Keduma. Auch das ist so ein kleines Easter Egg gewesen, was man im Hintergrund sehen konnte. Ja, lieber Kurt, vielen, vielen lieben Dank für diese tollen Einblicke in deine Rolle und natürlich auch diese persönlichen Einblicke hinter den Kulissen dieses spannenden Keduma Puppenhorrorfilms. Das war es mit unserem Making-of, ging ja auch lang genug. Ich bedanke mich bei allen, ich bedanke mich besonders bei euch fürs Zuschauen. Ja, zum Abschied, zum Abschluss möchte ich noch sagen, vielen, vielen Dank auch hier an dieser Stelle nochmal an alle Synchronsprecher, an alle, die im Hintergrund mitgewirkt haben bei diesem großen Projekt. Wir haben 2 Jahre ungefähr daran gearbeitet, zeitgleich mit Teil 1 und sind natürlich jetzt sehr, sehr froh, dass es zu Ende geht, dieses Projekt. War eine sehr aufregende Zeit, wo auch privat sehr viel passiert ist. Es war auch eine sehr schöne Zeit und wir möchten sie nicht missen. Trotzdem sind wir froh, dass wir es jetzt geschafft haben. Und ja, jetzt bleibt noch eine Frage offen. Kommt auch ein dritter Teil? Ja, er kommt. Wann jetzt genau? Können wir euch noch nicht verraten, aber es gibt noch einen dritten Teil, der nach dem ersten Teil spielt. Ne? Man erfährt also unter anderem dann, was mit Billy passiert ist. Juhu! Und ja, ansonsten nochmal vielen, vielen Dank an die Band Lordi, an die komplette Band, an Mr. Lordi. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Und ja, dann noch kurz zu dem Thema Teil 3. Da bist du auch wieder zu sehen, habe ich gehört, Kurt. Ja, das ist richtig. Als Tommy logischerweise nicht mehr, weil ich bin ja im ersten Teil gestorben. Und jetzt der zweite Teil, ne, da konnte ich ja nur zu sehen sein, weil es halt die Vorgeschichte war. Im dritten Teil werde ich Pharao Amun-Ra in einer Gastrolle oder einer Nebenrolle für mehrere Szenen nochmal übernehmen, nochmal spielen, aber auch ein neues Lordi-Monster. Neu, weil diese Kostümierung halt noch nie von Seiten Keduma präsentiert wurde. Welches Lordi-Monster es ist, um welches es sich handelt, das will ich jetzt noch nicht verraten, da muss man sich dann noch etwas gedulden, aber ich denke mir mal, da wird die Überraschung groß sein und sicherlich auch gelingen. Ja, vielen, 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 vielen lieben Dank dafür nochmal. Danke, dass du heute hier warst, lieber Kurt. Und ja, mir bleibt nichts weiteres zu sagen als bis bald. Tschüss.